Ich glaube, das ist ein, also das mit diesen Follows, ne? Die gar nicht da sind, ne? Ich finde das so anstrengend noch. Mit diesen Auto-Follows. Holy moly. Trotzdem natürlich vielen Dank an die, die ein Follow da lassen. Aber das schnalle ich nicht. Was daran gut sein soll. Deswegen konnte ich auch die Tausender-Follower-Marke nicht so richtig feiern, weil davor ging es eigentlich los. Da waren wir ungefähr bei 900, 950 Followern, glaube ich. Ja, und dann kamen halt Follows rein, die gar nicht da waren. Und das war echt mega anstrengend. Oh ja, ganz schön, ich finde es auch extrem anstrengend. Ja, deswegen habe ich halt auch den Sound schon ausgemacht. Aber halt für den, der da ist, habe ich halt trotzdem kurz das deutlich ja auch verkürzt in der Zeit. Sind ja jetzt, glaube ich, nur noch 3, 4 Sekunden oder so, wie er den Follow Bild anzeigt. Das wollte ich zumindest für die, die dann wirklich da sind, auch noch da lassen, aber der erste Blick geht tatsächlich immer, wenn ein Follow reinkommt, ist der Follower ist auch Zuschauer. Aber also, ich glaube, so richtig hundertprozentig kann man das auch nicht, kann man das auch nicht sagen. Wir haben noch ziemlich früh am Morgen, ey. Überlege, ob wir vielleicht nicht doch schon mal so einen ersten Abstecher machen. Dann ist gerade saukalt. Der friert wie Hulle, obwohl wir. Oh, wir haben Hunger wie Sau. Er friert, obwohl wir schon so krasse Klamotten anhaben. Kann ja ein Spaß werden. Sind schon ein paar Meter, ne? Ich nerv das noch am meisten mit dem Öl, ey. Ist doch. Da rein. Ist doch auch nicht der Oma gegeben. Hier ist ein toter Wolf. Wenn mir jetzt nicht so arschkalt wäre, würde ich jetzt zumindest die Därme und das Leder mitnehmen. Das ist schon mal zum Trocknen. Das wäre eigentlich ziemlich sinnvoll. Darum könnten wir uns heute nochmal kümmern. Einmal aufwärmen, dann das alles holen. Ich glaube, das macht auf jeden Fall Sinn. Ich gucke jetzt hier nochmal rein. Also auf die Brennmaterialien. Ob ich hier irgendwo was gelassen habe, ey. Habe ich jetzt keine Hilfe, dass ich die Lampe nicht mehr anmachen kann? Weil wir haben genug Streichhölzer. Also gelootet, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Da gelootet haben wir eigentlich alles. Also auf jeden Fall hier. Also bis auf wieder Zeitung und so. Also Brennmaterial. Bin ich aktuell noch der Meinung, ist eigentlich ganz okay. Aber wir müssen halt trotzdem da gucken, wo wir gelootet haben. Ob wir nicht wieder vielleicht irgendwo was reingeräumt hatten, ne? Verbrannt hatte ich aber. Einmal leer. Hier ist schon alles an Wasser mitgenommen. Eine Schublade. Achso, und zum Bauernhof müssen wir eigentlich auch nochmal, weil ich jetzt mit dem Werkzeugkasten ja nochmal gucken wollte, dass ich die Sachen reparieren kann. Ja. Hier haben wir dann auch nicht mehr gelassen, ey. Das Messer würde ich schon gerne reparieren. Warum? Achso, jetzt ist wieder die Geschichte. Stimmt, das hatte ich schon fast vergessen. Diese Lags, wenn man so im Haus unterwegs ist. So, hier in dem Haus und dann wollte ich ja nochmal in das Haus rein. Und dann wärmen wir uns einmal auf, weil wir sind echt schon. Es ist gut kühl. Und essen müssen wir mal. Ja, das macht Sinn. So machen wir das. Das machen wir heute. Und dann werden wir am nächsten Tag. Aber wirklich. Wir werden uns dann auch nochmal einen Kaffee machen, vielleicht morgens. Damit wir ein bisschen länger durchhalten. Vielleicht einen kleinen Bogen um die Tankstelle machen. Weil da mittlerweile 3 Wölfe sind. Hier ist nichts. Ich verstehe es nicht, wo ich es gelassen habe, ey.
kriegst auch nicht mehr zusammen. Ja. Wenn so Aufnahmesessionen so weit auseinander liegen. Denn ist dies etwas unglücklich. Wir nehmen uns hier gleich mal zweimal Fleisch mit. So, dann wärmen wir uns mal einmal auf. Rulas. Dank. Früher war jeder Follower so extrem viel wert, man hat sich darüber gefreut, aber heute, ja, genau. Wenn wirklich wer da ist und followt, weil ihm gefällt, was er sieht, dann merkt man das oft gar nicht. Ich finde das so schade, ja, das ist so, ja, genau, das ist halt schade, aber hat nichts zu ändern, ne? Ja, hier, das ist so anstrengend. Und man wird dem halt nicht gerecht, ne? So, zehnmal denkst du, boah, Follow, der ist eh nicht da. Jimmy sehe ich auch nicht zum Beispiel. Dann kommt ein Zehnter. Du begrüßt ihn nicht. Ignorierst ihn vielleicht sogar noch. Weil du sagst, oh Gott, jetzt ist irgendwie schon der dritte Follower hier. Oder der fünfte Follower nacheinander. In kürzester Zeit. Ich weiß auch nicht, ob mir einer einen Follower-Bot draufgeballert hat, das kann natürlich auch gut sein. Und meint mir entweder was Gutes zu tun oder was Schlechtes zu tun. Also man tut mir eher was Schlechtes damit. Nicht, weil es mich triggert, sondern weil Twitch es nicht mag, ne? Und wer insgeheim denkt, Mensch, ich will dir doch noch was Gutes damit tun. Falsch. Das wäre falsch. Twitch mag das nicht so. Jumper! Moin Moin, ihr Luschen, morgen Chat. Na? Einen wunderschönen guten Tag. Wie geht es dir? Mein Bester. So, ein bisschen aufwärmen hier. Ein bisschen essen. Rein theoretisch könnten wir uns fast noch ein bisschen Wasser machen. Um. Ja, wir sind aufgewärmt. Okay, dann ist egal. Ja, dann ist egal. Warte, dann trinken wir das einfach so. Zack. Das haben wir echt genug. Naja, muss. Muss hört sich schon mal schlecht an. Mir geht's super. Ich finde mein Öl nicht mehr für die Laterne. Das ist ätzend. Das kotzt mich an. Aber das sind Probleme, die sind okay. Mit denen kann ich leben. Warum ist das so dunkel? Was ist das für ein Wetterwechsel hier zwischendurch manchmal? Kein Wolf da. So, dann nehmen wir einmal den auseinander. Also, ja doch. Auseinander müssen wir auch noch einnehmen. Warte mal. Wird uns schnell sehr kalt? Geht eigentlich. Aber dann gehe ich einmal zum Bauernhof erstmal. Versuche zuerst mal zu reparieren. Wir haben ein bisschen Metallschrott dabei. Und ich hoffe, das geht mit dieser kleinen Werkzeugkiste da. Müssten, glaube ich, ein bisschen links gehen. Weil ich glaube, auf dem Weg sind nochmal Wölfe. Da oben habe ich nichts gelassen, weil da hatte ich eigentlich meine Base schon. Autounfall. Oh. Gestern da heute Nackenschmerzen. Scheiße, warst du schon mal im Arzt? Das sollte man nicht unterschätzen. Es kann mehr als nur ein bisschen Nackenschmerzen sein, wenn du Nackenschmerzen hast nach dem Autounfall. In erster Linie hoffe ich natürlich, es geht beiden gut. Beziehungsweise ich setze das jetzt gerade so voraus, ne? Guck mal, da ist noch einer. Ich hoffe, der schläft nicht nur. Sondern der ist tatsächlich gestorben. Ja. Sieht tot aus. Und der hat auch noch richtig Stuff, ey. Aber wie gesagt, ich muss erstmal das Messer reparieren. Idealerweise. Ich hoffe, das klappt, ey. Und dann haben wir das erstmal wieder auf 100%, hoffentlich. Oh no, ich habe sowas fast geahnt. Hier natürlich nicht hochkommen. Ich hoffe, das war jetzt irgendwie nichts Großes.
Nee, noch nicht das. Ja. Okay, da sind die Wölfe. Rein theoretisch, wenn die gerade links sind, könnten wir hier mal so einen Abstecher machen. Die sind ja vom Leben her rein theoretisch. Immer dieses. Jetzt habe ich hier dieses theoretisch gerade im Fokus, ey. Ja, war keiner verletzt von drei Autos und sechs Personen. Krass. Man sagt ja, die Ossis rasen so. Du bist bestimmt ganz vorschriftsgemäß gefahren, ne? Das darf ich sagen, weil ich selbst Ossi bin. Ursprünglich. Klar, immer. Naja. Kenne euch doch. Die schlimmsten. Oh, hä? Ist an der Schneekante hängen geblieben, ey. Bin ja nicht schuld. Ist hier eine aufgefahren? Hört sich ja so fast so an wie irgendwie an der Ampel oder so. Irgendwie so ein Gedöns. Aber es könnte doch eigentlich auch interessant sein. Wir sind hier, Bauernhof. Jetzt, ich glaube, jetzt. Ne, geht eigentlich von der Temperatur. Geht nicht mit drei Pfeilen runter. Den Wasserturm da wird man wahrscheinlich nicht rein. Ich gehe mal hier oben lang. Ja, das dritte Auto. Oh. Ich will dich ja nicht anstiften, aber Schmerzensgeld geht immer, wenn du, wenn einer aufgefahren ist und du Nackenschmerzen hast, ne? Dann nicht anstiften, wenn du wirklich Schmerzen hast. Das sieht doch hier schon so wegig aus, als wenn das hier so soll und er sagt, komm mal, hier wäre was. Ich versuche jetzt hier nur mal einen halbwegs ordentlichen Weg runterzufinden, ohne mir einen Fuß zu verstauchen. Hoffentlich. Müsste rein theoretisch gehen, wobei der Charakter hier ist ein bisschen anstrengend, was das angeht. Könnten ins Haus laufen. Oder? Müsste gehen. Ohne dass uns ein Wolf triggert. Hase, der ist ja mutig. So. Werkbank. Scheiße. Warum kann ich denn diese Kackwerkzeuge nicht reparieren? Das ist voll unlogisch. Schärfen. Ja gut, das brauche ich aber wahrscheinlich nicht mal da. Ein Wertstein. Den haben wir noch nicht. Nicht zerlegen. Scheiße. Das, was die Werkzeuge angeht, das läuft nicht nach Plan, ey. Mann. Wovon hat denn der Wolf eben Angst bekommen, bitte? Ist er gegen den Zaun vielleicht gelatscht? Immer noch nur 2 Kälte gerade. Könnten da was entdecken. Vielleicht was außerhalb der Story. Ist okay von der Uhrzeit. Ne, Ampel nicht, aber. Guck mal, ich geh jetzt gleich weiter. Ich suche mir erstmal gleich einen geraden Weg hier. Naja, treib nicht von der Kälte, ist alles gut. Hier oben müsste man vielleicht nochmal hochgehen können. Nee, Ampel nicht, aber vor mir wollte eine einparken und deswegen musste ich bremsen. Das Taxi hat es auch noch geschafft zu bremsen, aber der dritte ist drauf mit 40-50. Aber das ist natürlich scheiße. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist erstmal, dass irgendwie es allen gut geht. Mal abgesehen, wie gesagt, von dem Thema. Nackenschmerzen und.
Hoffen wir mal, dass nichts Schlimmeres ist. Ich möchte eigentlich da vorne. Wenn die Hunde hier so rum, also die Wölfe hier so rumengeln, dann kann ich mir halt vorstellen, dass hier irgendwie noch was sein soll. Ja, vielleicht sieht er mich ja später, müsste eigentlich. Da kommt man bestimmt auch nicht rein, ne? Ich nix. Ich umsonst. Hier ist auch nix. Wo ist er? Da hinten sind die gerade. Oh. Super. Ganz toll. I can't feel my feet. Ja, oh. Da hab ich so einen Schreck ein. Wo war denn jetzt der Weg, wo ich dachte, es könnte noch weitergehen? Da oben, ne? Ja. Not machen wir uns mal zwischendurch kurz ein bisschen Feuer. Temperatur geht eigentlich noch. Ja, ich weiß, wie gesagt, was das Wochenende angeht. Mein Unfall, ich weiß ja, wie das ist. Meine Ex hat es schlimmer, sagt die Schleudertrauma und Prellung. Oh. Die saß mit im Auto. Das ist nicht so gut. Wo finden wir denn hier eine Hütte? Oder ist das hier einfach nur ein Weg zum Verlaufen? Hier ist ja erstmal nichts. Eine Hütte wäre cool. Habe ich da einen Wolf gesehen da hinten? Nee, da ist ein Baumstumpf oder so da hinten. Da so gerade durch. Hirsch. Mit dem Raum aber hier dann auch nicht nochmal her, wenn ich jetzt nichts finde. Aber es sieht halt laut Map so aus, als könnte sich hier nochmal was aufschlagen, wenn man hier lang geht. Die Frage, ob das zur Story gehört, ob ich wieder zu weit gehe, aber ich glaube nicht. Ich denke halt, dass ich nach dem Bergsteigen auch erstmal nicht mehr. Oh no. Das ist die Kirche. Oh. Ich glaube halt, dass ich nach dem Bergsteigen nicht mehr zurückkomme. Nichtsdestotrotz wir hier hinten ja nie lang gegangen, aber. Ich glaube, das brauchen wir auch nicht unbedingt. Leider ist das hier jetzt schon halt alles gefroren. Nur wenn wir nicht mehr zurückkommen, dann brauche ich mir ja hiermit eigentlich auch nicht so eine Mühe machen, ne? Dauert 1 Stunde 10. Ich glaube, das könnte mich ganz schön fertig machen. Wir sind auch noch zurück. 145. Den könnten wir mit einem Wetzstein wieder in Ordnung bringen. Ach, guck, uns wird sogar warm. Ja, auch nicht schlecht. Naja, wir sind ganz schön weit weg. Ich gehe mal hier zurück. Ich würde das Risiko jetzt ungern eingehen. Ich würde mich noch ein bisschen vorbereiten, weil ich dann nächsten Tag wirklich Richtung Bergsteigermission gehen möchte. Auf welcher Schwierigkeitsgrad spielst du? Interleaving, moin moin. Ich bin der Meinung, Story-Modus, also ich spiele Story-Modus, schon eine ganze Weile her, als ich damit angefangen habe. Ich musste zwischendurch 3, 4 Wochen Pause machen, deswegen erinnere ich mich nicht mehr hundertprozentig. Aber Story-Modus gibt es, glaube ich, keinen Schwierigkeitsgrad, oder? Meine ich. Bin mir aber nicht sicher. Und wenn, dann ist es nicht der niedrigste. Weil ich, oh, fuck. Kommen wir noch ins Auto? Müsste klappen eigentlich.
Weil ich nämlich schon drei Aufnahmesessionen hatte. Warum kommt denn der so straight hinterher? Kannst du mal wieder weggehen? Was ist los mit dir? Ich glaube, er wollte sagen, Gonchi, du musst mal was trinken. Oder haben. Sagen. Oder haben die so fokussiert, dass sie jetzt vor dem Auto stehen bleiben? Ich habe mir nämlich die Patch Notes gar nicht durchgelesen. Ist denn er so fertig? Hör mal, wahrscheinlich hat er Angst. Deswegen atmet er so. Warum wird ihn denn warm? Jetzt von dem Laufen? Kann man das irgendwo sehen? Warum ihn jetzt gerade warm wird? Nö, ist einfach nur warm. Okay. Findet den Kletterbereich am Rande von Milton. Sieht aus, als hätte Astrid Milton verlassen. Folge Lillys Weg, um die Suche außerhalb der Stadtgrenzen fortzusetzen. Was andere haben wir alles? Die graue Mutter. Aktuelles Vertrauen 70. Hier schon recht ordentlich. Wohnorte, Dinge. Astrids Koffer, da hatten wir ein paar Sachen gefunden. Oh, Vorsicht. Tasche gibt ein bisschen nach. Nicht, dass mir die aus der Hand fällt. Schreiben. Ah ja. Der Wolf müsste weg sein, ne? Wenn wir auf der anderen Seite aussteigen, dann müsste er uns nicht bekommen. So, weiter geht's. Das Problem ist bei dem Spiel, man kann eigentlich nur in kurzen Ladesequenzen. Oder wenn man Feuer anmacht oder so, was trinken. Ich trinke zu wenig sonst bei dem Spiel. Naja. Das kriegen wir schon hin. Halt durch, mein Junge. Easy. Ja, Dings noch mitnehmen. Bärlauch heißt das ja nicht. Ich nenne es immer so gerne Bärlauch. Tja. Bei der Tankstelle haben wir das Öl auch nicht gelassen. Kann das sein, dass ich es sonst irgendwo mal liegen lassen habe und gesagt habe, naja, ich habe so viel davon, dachte ich vielleicht. Lass es mal da stehen. Aber letztes Mal konnten wir ja zur Tankstelle leider nicht zurück. Ich lasse das mal mit den Hirschen. Normalerweise könnte ich jetzt die Hirsche und die Wölfe hier noch auseinandernehmen. Aber ich lasse das mal, weil wenn ich vermute, dass wir hierher nach der Bergsteigeraktion nicht mehr zurück können. Dann brauchen wir auch die Hirsche nicht auseinandernehmen. Würde jetzt zu viel Kraft und Zeit kosten. Okay, du trinkst zu wenig. Ich werde dir jetzt alle 30 Minuten schon was. Sehr gerne. Weil das, was ich gerade trinke, ist vielleicht jetzt auch nicht die optimale Lösung. Wird mir denn jetzt mit mal so heiß? Ach so, hä? Warum ist denn? Ich verstehe diese beiden Symbole oben nicht in der Mitte. Hat das nicht eigentlich was mit Feuer zu tun? Sieht eher nämlich für mich wie eine Flamme aus. Nicht im Inventar dazu eine Beschreibung? Zustand. Der Zustand ist ein Frühwarn, selbst in den schnell gesichteten bla. Rohes Fleisch. Gebutten. Wissen, wenn du dich in einen Tagen. Scheiße, Wissen zu besorgen, Orden. Sprinten, wenn er schnell raus ist, durch den Schnee zu stürfen, ist beschwerlich, aber manchmal muss man einfach rennen.
Wirf kleine Steine nach Kaninchen, um sie zu betäuben. Rüste sie dazu aus, hört sich auch doof an. Triff damit ein Kaninchen und schnappe es dir dann, solange du betäubt bist. Alles klar, also wir können es nicht bei Bären machen. Bei Wölfen. Ducken, auf deinem Weg drückst du Tiere. Okay, ja, schwerer erkennen, alles klar. Also doch, war mir nicht hundertprozentig sicher. Vertrauen, steht da was irgendwie? Hilfe ihnen, um ihr Vertrauen zu gewinnen und Wissen, Orte, Gegenstände und mehr freizuschalten. Unter Vertrauen in den Tagebuch erfährst du mehr, wie Personen dafür helfen kann. Okay. Okay. Achso, Gonji, hast du schon den Server auf 16.3 umgestellt? Nee, weil der müsste ja neu gemacht werden. Ich weiß nicht, ob ihr das wirklich wollt. Schlafsack. Quellen. Da ist nur die Karte. Okay, egal. Also ich bin der Meinung. Ja, wir müssen durch den Park von Milton, ne? Wir müssen durch den Park von Milton, weil die Karte, die ich mir von Großmutter angeguckt habe, da ging das doch, glaube ich, hier lang. Aber ich glaube, wir müssen hier einfach hin und dann beim Picknickplatz wird er automatisch dann wieder wahrscheinlich ein Dings haben. Dann geht es hier vielleicht einfach nur rüber. Wir werden es sehen, wir werden uns überraschen lassen. Für den Kleber am Rande von Milton. Never been so hungry in my life. Ja, du kannst schon. Du wirst es überleben. Machen wir mal trotzdem einen. Ja, mit Streichhölzer. Mach mal. Hat es dir dazu was geschrieben, aber. Hä? Ich hatte dir dazu was geschrieben, aber nein, musst du nicht anfangen, musst du auch nicht. Singleplayer? Ja, wieso? Also ich habe viele Bilder gesehen, wo ein Neuanfang in der 16.3 unabdingbar war. Von der Map her. Weil die da so viel geändert haben. Übrigens, Ausrufezeichen 7 Days to Charity. Da gibt es nochmal eine Info. Es gibt bald wieder ein Charity-Stream. 30.09. Wir werden ein bisschen mehr Fleisch brauchen. Ich glaube, ich habe auch zwei. Ach, guck mal. Wow. Doch so nah. Und ich dachte so fern. Zack, die Stöcker drin damit. Dann, kommt mal her. Geschmackloses Roh. Die machen wir alle drei. Ich habe keine Probleme gehabt. Ja, gut. Gene. Gene. Moin, moin. Einen wunderschönen guten Abend. Hey, Leute. Na. So, machen wir alle drei. Gucken, ob wir alle drei essen müssen. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, wir können uns noch einen für morgen aufbewahren. Morgen können wir uns ja noch mal ein Teechen erstmal morgen früh machen oder einen Kaffee am besten. So, mal gucken, wie viel müssen wir essen? Sieht nach alle drei aus. Scheiße. Ja. Ach, toll. Na gut, den können wir auch im Inventar behalten. Den trinken wir einmal aus hier. Und schnappen uns nochmal 2 Liter. Ja, ich glaube, 2 Liter macht Sinn. Wir trinken halt noch ein bisschen was. Vorm Schlafen gehen.